Bernecker, der Tagestipp am heutigen Mittwoch, und es geht um einen Biotechnologiespezialisten aus Deutschland, und der wohnt fast hier bei uns um die Ecke. Wir sind ja in Düsseldorf, und in Hilden, keine 20 Kilometer entfernt, da ist Kiagen zu Hause. Und was das Unternehmen macht und welche Aussichten es bietet, das wollen wir jetzt klären, und zwar mit Georg Suris, Redakteur von der Bernecker Einzelanalyse. Herr Suris, ich habe es schon gesagt, Kiagen eigentlich der Champion aus Deutschland, aus der Biotechnologiebranche. Wie sieht denn das Geschäftsmodell aus? Also Kiagen bietet Gentests an, molekulare Diagnostik, und ist in diesem Bereich einer der Weltmarktführer. Und wie Sie eben schon sagten, das Unternehmen kommt hier ganz aus der Nähe, ist 1984 von Wissenschaftlern der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität ausgegründet worden und hat seitdem kontinuierlich daran gearbeitet, seine Alleinstellung in diesem Bereich der molekularen Gendiagnostik auszuweiten oder auszubauen. Und diese Gentests werden in vielen Fällen zur Früherkennung für unterschiedliche Krankheiten wie Gebärmutterhalskrebs, Hepatitis, AIDS oder auch Grippeinfekte genutzt. Zahlen gab es, man sieht, das Unternehmen ist eigentlich ganz gut aufgestellt. Und natürlich wollen wir wissen, Herr Suris, wie sehen denn die Perspektiven vom Unternehmen aus? Also man muss sagen, Kiagen hat seit 2000 eine wirklich beeindruckende Performance als Unternehmen hingelegt. Der Umsatz hat sich verfünffacht und das Ergebnis hat sich verzehnfacht. Allein das spricht ja schon für diesen Wert. Und aktuell ist es so, das Unternehmen ist mit einem KGV von 26 bewertet. Das ist natürlich, erstmal hört sich das sehr ambitioniert an. Aber wenn man diese Performance und diese Wachstumsstärke da natürlich in Betracht zieht, dann hat man relativiert sich da schon vieles und dann ist so eine Bewertung angemessen. Wie Sie eben schon sagten, aktuell hat das Unternehmen jetzt gestern die Zahlen fürs erste Quartal präsentiert. Der Überschuss ist um ein Drittel gestiegen, der Umsatz ist um 20% gestiegen. So viel kann man schon sagen. Das Unternehmen ist ansonsten auch sehr vorsichtig und hat die Jahresprognose noch nicht angepasst. Aber wenn sich der Geschäftsverlauf so weiterentwickelt, ist davon auszugehen. Und diese Steigerung, also dass der Überschuss überproportional zum Umsatz und ein Umsatz mit 20% und eine Überschusssteigerung mit 30%, das spricht natürlich auch wieder für die Wachstumsstärke von Kiagen. Natürlich wollen wir wissen, Tagestipp lautet die Sendung. Wie sehen die Perspektiven für den Anleger aus? Wer als langfristig orientierter Anleger einen attraktiven Wachstumswert sucht, und dazu gehört Kiagen, der ist bei diesem Wert wirklich sehr gut aufgehoben. Aktuell ist es so, dieses Unternehmen ist schon in Nasdaq gelistet. Das führt dazu, dass ein Teil der Börsenumsätze nicht in Deutschland anfällt. Ansonsten wäre der Wert schon ein sicherer DAX-Kandidat gewesen. Mittelfristig ist dieses Unternehmen allerdings durchaus in der Lage, den Sprung in die erste DAX-Liga zu schaffen. Und man darf nicht vergessen, es ist als eines der wenigen europäischen Unternehmen auch im Nasdaq 100 gelistet. Davon ist sozusagen auch ein Wachstumsschub gegeben. Und andererseits ist in dem Markt, in dem Kiagen operiert, der molekularen Gendiagnostik, die Wachstumsperspektiven einerseits sehr gut und andererseits ist keine ernsthafte Konkurrenz für das Unternehmen in Sicht. Insofern, wenn Sie ein langfristig orientierter Anleger sind und einen Wachstumswert suchen, der Ihnen eine kontinuierliche Ergebnisentwicklung und Performance bietet, dann sind Sie bei Kiagen sehr gut aufgehoben. Und deshalb sollte man schwache Tage zum Positionsaufbau nutzen. Das hört sich gut an, vor allen Dingen, wenn man denkt, dass Kiagen konkurrenzlos ist. Also gute Aussichten für die Aktie von Kiagen. Vielen Dank, Georg Suris, Redakteur von der Bernecker Einzelanalyse. Das war unser Tagestipp am heutigen Mittwoch, die Aktie von Kiagen. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wie immer möchte ich Sie in dieser Woche noch darauf hinweisen, dass Sie uns Ihre Fragen stellen können. Und dafür haben Sie zwei Möglichkeiten. Zum einen gibt es ja die Leserforen auf der Seite von bernecker.info und da unter der Rubrik bernecker.tv können Sie ins Forum uns Ihre Fragen schreiben. Aber Sie können uns Ihre Fragen natürlich auch per E-Mail zukommen lassen, und zwar unter der Adresse redaktion@bernecker.tv. Schicken Sie uns dahin Ihre Fragen und wir bemühen uns, Ihre Fragen zu beantworten. Das Ganze wird zusammengefasst in einer Sendung, die es abwechselnd immer am Ende des Monats gibt, und da werden wir Ihre Fragen natürlich klären. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch viel Spaß.